Das hier kennt wahrscheinlich jeder. Genau, das ist ein Stammbaum und viele haben so etwas von ihrer Familie. Meist kann man damit die eigene Geschichte mehrere hundert Jahre zurückverfolgen. Ja, oft ist aber dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Macht aber nichts, denn wenn man nur weit genug zurückblickt, dann ist sowieso jeder mit jedem verwandt. Das behauptet zumindest Johannes Krause. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und beschäftigt sich mit unseren Vorfahren. Dabei hat er ein paar spektakuläre Entdeckungen gemacht und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf seinen Aha-Moment. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Annika. Johannes, könnte ich jetzt zum Beispiel mit Karl dem Großen verwandt sein? Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du mit Karl dem Großen verwandt bist, ja. Weil jeder von uns hat sehr, sehr viele Vorfahren. Das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Du kennst deine Eltern, vielleicht noch deine Großeltern und Urgroßeltern, aber die Ururgroßeltern, die kennst du schon nicht mehr. Und du hast pro Generation dann natürlich doppelt so viele Vorfahren. Und da sich das in jeder Generation verdoppelt, hast du zum Beispiel über 1000 Jahre, mathematisch gesehen zumindest, 1 Milliarde Vorfahren. Boah! Und Genetiker haben gezeigt, dass über 1000 Jahre tatsächlich alle Europäer mit allen Europäern verwandt sind. Und Karl der Große ist einer quasi dieser frühen Europäer, der dann vielleicht im 9. Jahrhundert gelebt hat. Der hatte 15 Kinder, die hatten auch wieder Kinder. Das heißt, dein Stammbaum wird sich irgendwo, wenn zumindest deine Vorfahren aus Europa kommen, mit dem Stammbaum von Karl dem Großen und seinen Kindern irgendwo treffen. Das heißt, er ist dein Vorfahre. Du bist ja Anthropologe und Biochemiker. Wie passt jetzt die Biochemie in die Erforschung unserer Vergangenheit? Ja, also ich bezeichne mich tatsächlich als Archäogenetiker, das heißt, ich verbinde Archäologie und Genetik. Wir machen quasi Verwandtschaftsanalysen von Objekten aus der Vergangenheit, aus denen wir noch Erbmaterial herausbekommen. Aber DNA-Bruchstücke kann man ja jetzt nicht einfach wieder so zusammensetzen wie zum Beispiel Knochenstücke, oder? Ja, das kann man auch tatsächlich am Computer. Es gibt Maschinen, die können die DNA-Bruchstücken auslesen. Und dann bekommen wir diese Sequenz, also aus den Bausteinen A, C, T und G, aus denen die DNA zusammengesetzt ist. Die ist dann meistens ziemlich kurz. Diese Fragmente aus den alten Skeletten, die haben so 50 Positionen im Durchschnitt. Im Vergleich dazu, dein Genom, das ist in Chromosomen unterteilt. Und Chromosomen haben 200 Millionen Positionen. Also die sind viel längere Ketten, ja. Also ganz lange Spaghetti im Prinzip aus diesen A, C, T und G. Und aus diesen kleinen Fragmenten, die wir aus den alten Knochen noch herausbekommen, können wir dann aus Millionen Fragmenten so ein Genom wieder zusammensetzen. Man muss sich halt das so vorstellen, wir haben jetzt so einen alten Knochen hier, so einen alten Neandertaler-Schädel zum Beispiel, da bohren wir das kleine Loch rein, wir lösen dann die DNA aus diesem Knochenpuder raus, den wir aus dem Skelett gewinnen. Und dann ist das natürlich nicht nur die DNA von dieser Person aus der Vergangenheit, das kann zum Teil Kontamination sein, aber viel ist das DNA von Bakterien und Pilzen, die im Boden gelebt haben, wo natürlich dieser Neandertaler zum Beispiel verbuddelt war. Und um jetzt die DNA rauszubekommen, die ich analysieren möchte, zum Beispiel die menschliche DNA, da muss ich die irgendwie rausfischen, ja, rausangeln. Und da gibt es so eine sogenannte molekulare Angel. Das heißt, wir haben sogenannte DNA-Sonden. Und die DNA, die in dieser Suppe drin ist, die ähnlich ist, die bindet dann an diese Fragmente hier. Und dann kann ich quasi die Glasscheibe rausziehen und alles, was nicht gebunden hat, kann ich wegwaschen. Ja. Also du fischst mit DNA die DNA, die du haben willst. Genau. Das heißt, der Köder ist im Prinzip DNA. Es ist sozusagen kein Wurm, den ich reinwerfe, sondern es ist DNA und die DNA bindet an die DNA, die ähnlich aussieht. Okay, und dann wird das Ganze in den Computer gepackt, oder? Das ist das, was wir hier sehen. Ja, also was wir hier sehen, ist so eine Sequenziermaschine und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis unseres Erfolges. Mit diesen Maschinen können wir die DNA auslesen. Und diese Maschinen haben sich extrem weiterentwickelt. Das heißt, als ich selber noch promoviert habe vor 15 Jahren, da hatten wir Maschinen im Labor, die konnten pro Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln. Und das waren die Ferraris unter den Maschinen. Ja, das waren die besten Sequenziermaschinen, die wir hatten. Heute haben wir Maschinen bei uns im Labor, die können pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich ver-100-millionenfacht. Das heißt, wir können 100 Millionen mal schneller und 100 Millionen mal günstiger DNA entschlüsseln. Man kann quasi menschliche Genome für wenige 100 Euro entschlüsseln. Vor 20 Jahren hat das noch Milliarden von Euro gekostet. Bei deiner Arbeit hast du was ganz Spannendes entdeckt. Ich glaube, du hast uns hier auch was mitgebracht. Was genau ist denn da passiert? Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Befund tatsächlich. Das ist mein persönlicher Aha-Moment. Und zwar habe ich aus diesem kleinen Knochen vor über 10 Jahren die DNA eines neuen Menschen rekonstruieren können. Das heißt, einer neuen Menschenform, die wir Denisovaner nennen. Und zwar, man sieht diesen Knochen hier, der ist so vielleicht ja, wie so ein halber Kirschkern groß. Wir wissen jetzt, das ist von einem Mädchen, einer Frau. Das wissen wir anhand der genetischen Analyse. Und dass es die Spitze vom kleinen Finger ist. Und das Mädchen, das war ungefähr 10 bis 14 Jahre alt, als es gestorben ist oder als es zumindest den Finger verloren hat. Das heißt nicht, dass es unbedingt gestorben sein muss.
Und aus diesem Individuum habe ich vor 10 Jahren die DNA entschlüsselt. Und als ich diese DNA dann gesehen habe, habe ich festgestellt, das ist nicht die DNA eines heutigen Menschen. Es ist auch nicht die DNA eines Neandertalers, den wir ja mittlerweile auch schon genetisch analysiert hatten, sondern es ist die DNA von einer anderen Urmenschenform. Du hast hier auch was mitgebracht, wo man sehen kann, wo du die DNA vom Mensch, vom Denisovaner und vom Neandertaler verglichen hast. Und du hast auch noch die DNA vom Schimpansen hinzugenommen. Warum das? Ja, das ist einfach ein Vergleich, der einfach auch zeigen soll, das sind alles Menschen. Wir reden hier natürlich häufig dann vom modernen Menschen, Homo sapiens. Hier haben wir Denisovaner und Neandertaler. Die sind natürlich sehr nah miteinander verwandt. Die haben einen gemeinsamen Vorfahren vor vielleicht 500 bis 800.000 Jahren. Der Schimpanse hat sich von uns vor mehr als 6 Millionen Jahren getrennt. Ja, das ist natürlich ganz klar, ein Schimpanse ist kein Mensch, ist auch kein Urmensch, sondern ist natürlich ein Menschenaffe. Wir haben hier im Prinzip ganz oben die DNA-Sequenz des Schimpansen. Jedes Mal, wenn hier ein Punkt ist, ist der Mensch hier oder Denisovaner identisch mit dem Schimpansen. Wenn hier ein Buchstabe ist, dann hat zum Beispiel der Schimpanse hier ein T und alle diese Urmenschen und der Mensch, der moderne Mensch, haben hier ein C an der Stelle. Ne? Und dann sieht man zum Beispiel, für diese drei Stellen ist es so, dass sich alle Menschen unterscheiden vom Schimpansen. Aber dann haben wir zum Beispiel auch so Stellen wie hier zum Beispiel, da ist der Denisovaner anders. Der Denisovaner sieht so aus wie der Schimpanse und der Mensch und der Neandertaler, die haben hier ein G statt einem A. Das heißt, anhand dieser Daten sind wir dann in der Lage, so einen Stammbaum zu erstellen, zu sagen, wer ist mit wem näher verwandt. Ich habe mal gehört, dass wir in unserem Erbgut auch Neandertaler-DNA haben. Steckt in uns auch Denisovaner-DNA? Also die heutigen Europäer, die haben tatsächlich keine Denisovaner-Gene, aber die Menschen in Südostasien und in Ostasien, die tragen Denisovaner-Gene in ihren heutigen Genomen. Besonders im Hochland von Papua-Neuguinea und auch in Australien, die Aborigines, die haben so 5% Denisovaner-Gene in sich. Aber auch zum Beispiel die heutigen Einwohner von Tibet, im Hochland von Tibet, auch die haben Denisovaner-Gene. Und die haben sogar von diesen Denisovanern, wie wir zeigen konnten, ein Gen geerbt, was es ihnen erlaubt, auf über 3000 Meter Höhe zu leben. Das heißt, die Anpassung an die Höhe, die haben sie sozusagen nicht selber entwickelt, sondern die haben sie von Denisovanern geerbt. Wahnsinn. Das heißt, der Denisovaner, der Neandertaler und auch der moderne Mensch haben zu einem gewissen Zeitraum alle gleichzeitig gelebt. Genau, die haben überlappt. Das heißt, vor ungefähr 50.000 Jahren wandert unser Vorfahre, der moderne Mensch, aus, Homo sapiens, aus Afrika und breitet sich in Windeseile aus nach Europa, nach Asien, später nach Australien, nach Nord- und Südamerika. Und auf diesem Weg trifft er andere Menschen. Und mit diesen anderen Menschen hat er Kinder. Mit Neandertalern, aber auch mit Denisovanern. Und so kann man vielleicht sogar sagen, dass diese Neandertaler und Denisovaner gar nicht so richtig ausgestorben sind, weil ihre DNA finden wir ja noch in heutigen Menschen. Wir konnten zeigen, dass mehr als die Hälfte des Neandertaler-Genoms heute noch quasi durch München läuft oder in quasi Europa noch zu finden ist. Und das Gleiche gilt auch für die Denisovaner-DNA, die in heutigen Aborigines oder in Papua-Neuguinea am Hochland sich befindet. Das heißt, eigentlich sind die gar nicht ausgestorben, die sind quasi, wenn man so will, in uns aufgegangen, in unseren Genpool aufgegangen. Wahnsinn und super spannend. Also ich glaube, bei dir ist ganz klar dein Aha-Moment, dass du eine neue Menschenform, nämlich den Denisova-Menschen, entdeckt hast. Ja, das war auf alle Fälle ein erhebender Moment, dass man aus so einem kleinen Knochen überhaupt so eine Sequenz rausbekommt und dass man dann plötzlich feststellt, das ist was völlig Neues. Das war uns unbekannt und jetzt haben wir hier eine Menschenform das erste Mal molekular beschrieben. Und ja, ich glaube, sowas passiert einem nicht oft im Leben. Vielen, vielen Dank dir. Es war echt sehr, sehr schön mit dir und wir sehen uns beim nächsten völlig anderen Aha-Moment wieder. Servus! Ciao.